Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Gears of War 3 mit mir, Alabach 1990. Ja, das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben. Akt 1, Kapitel 3, Hey, guck Heimkehr. mal da drüben. Ich schätze, das war mal ein gestrandeten Vorposten. Oh, irgendwie glaube ich nicht an einen natürlichen Tod. Wirklich, Doktor? Jep, nenn es weibliche Intuition. Ich sagte doch, Zeitverschwendung. Es muss hier noch weitere Außenposten geben. Suchen wir weiter. Naja, um die Protagonisten, die wir heute jetzt mal drumherum haben, beziehungsweise aktuell, mal vorzustellen, ist der gute Carmine. Davon gibt's drei Stück. Das sind drei verschiedene Brüder. In Teil 1, Teil 2 und auch in Teil 3 und in Teil 1 und 2 sind sie beides mal draufgegangen, falls es vorgesehen wurde. Das ist die gute alte Sam. Sam Burnet als Nachname. Über die erfährt man recht viel in den Romanen. Und ja, das ist der gute alte Bird. So, wir sollen ja nach Überlebenden suchen. Und ich würde ganz gerne schon mal den Hammerburst gegen den neuen Gnasher tauschen, weil die Schrotflinte braucht ehrlich gesagt kein Schwein. Das Lass ist einfach dich so. nicht stören. Nö, nö. Ja, hier kann man beispielsweise die Hammerburst, das ist eine Locust-Waffe. Da kann man mal eine der wenigen Waffen, wo man Ich wirklich sag's anvisieren dir, hier kann. wimmelt es von Freaks. Du weißt, was Stalks bedeuten. Polypen. Wir haben seit Monaten keine Polypen gesehen. Entspann dich. Naja, aber, hä? Hey, Baird, sieh mal, das Haus dort drüben. Ich kann uns sehen. Dich und mich, zwei Kinder, einen Hund. Ja, und meine große Packung Suizidtabletten. Tja, dann muss ich dein Abendessen nicht mehr vergiften. Ja, eines Tages werde ich dir fehlen. Nur wenn ich mal in der Klemme stecke. Ha. Geil. Aber eigentlich ist ja Sam, ne, das war jetzt eben schön, schön verarscht, hat Sam Bird. Aber laut Roman ist Sam eigentlich so ein bisschen in Dorn verknallt. Laut Roman. Inwiefern sich das noch weiter äußern wird, keine Ahnung. Das kam einem halt schon so abgeht. Nein, wir werden hier mal ein bisschen durchsprinten. Wow! Sonst pusten wir euch die Köpfe weg. Ganz langsam. Ruhig Blut, mein Freund. Waffen sichern! Hey, die KOL kommt, um uns zu zivilisieren. So eine Freude. Ja, wir sitzen alle im selben Boot. Wir wollen nur Nahrung tauschen. Tja, wir haben kein Essen übrig. Und selbst wenn, würden wir sicher nicht mit euch KOL-Ärschen tauschen. Oh. Für sie gebe ich dir schon ein Stück Speck. Speck. Hey, mach das Geschäft, Cole. Ich hatte seit 6 Monaten keinen Speck. Danke, verzichte. Gibt's hier noch andere Camps? Ein paar. Versucht es beim Lagerhaus unten am Anleger oder beim Stadion. Klar, da müsst ihr an den Leuchtviechern vorbei, aber hartgesottene Helden wie ihr schaffen das sicher ohne Probleme. Ziemlich ungesellige Kollegen, oder? Das nennt man Arschlöcher. Ach, kommt, sehen wir weiter. Irgendwo hier muss sogar ein alter Tante-Emma-Laden sein. Mal schauen, ob die Angebote noch gelten. Okay. Ja, Gears of War 3 ist ehrlich gesagt mein... Also ich habe bis jetzt halt 1, 2 und 3 gespielt, ne? Judgment, keine Ahnung. Schande, dass Jack nicht für das Tor da ist. Der kleine Kerl fehlt mir. Hey, okay. Er ist noch kein Schrott, okay? Ich suche noch nach einer Energiequelle für ihn. Bevor du dich versiehst, ist er wieder wie neu. Machen wir es auf die Delta-Art auf. Ja. Einfach mal aufkicken, würde ich mal meinen. Und bam. Ja, ich habe bis jetzt halt... Hey, Bert, warum springst du nicht drauf? Ich gebe dir dann einen Schubs. ja, weißt du was? Nein, danke. Oh Mann, solche Sachen haben halt in Teil 2 gefehlt. Ja, jetzt auf jeden Fall, jetzt müsste eigentlich gleich ein kleines Feuergefecht kommen mit dem Storks. Jo. Hier lebt noch einer. Das war knapp. Ah!
was ist das? Was auch immer das ist, es bricht den Weltrekord im Hässlichsein. Ja gut, da hat er wohl recht, ja? Zack. Ich muss kurz mal meinen Ton mal, meinen eigenen Ton mal ein bisschen leiser stellen. What the fuck, wie sah denn die Kette gerade aus? Was wusste denn? Einfach nur mal so ein paar Polygone hingesetzt. Ja. Nochmal da. Stalker. Leute, die spawnen können. Achso, das sind die hier, sind die Dinge. Ja, jetzt nochmal zurück. So, meine Favoriten von. Gears of War. Also, ich kenne halt nur Teil 1 bis 3. Judgment werde ich dann so blind spielen. Das wird aber eh erst nächstes Jahr kommen. Genauso wie. Gears of War 4. Es kommt ja jetzt auch erst raus für One und ich habe ja noch keine One. Und ja, da bin ich auch mal gespannt, wie es wird. Aber bis jetzt ist wirklich so mein Lieblingsteil wirklich Teil 3. Da hast du halt wirklich ein bisschen mehr Abwechslung drin, weil Teil 2, ja gut, die Story wird super fortgeführt. Also die Storys werden halt gut vorgeführt. Vor allem, wenn man dann noch die Romane dazu liest, wie gesagt, die Romane, so wie letztens schon gesagt. Erzählen halt immer so die Zwischengeschichten zwischen den einzelnen Teilen, beziehungsweise unter anderem auch die Vorgeschichte von Teil 1. Genau. Und ja, Teil 1 war halt eine super Einführung, alles drum und dran. Angriff der Mann, also Angriff der Locust, alles drum und dran. Und wie das denn alles aufgebaut ist und bla 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 bla. Teil 2 ist halt auch wieder schön fortgesetzt. Storm hat ja seine Frau gefunden, die er leider erschießen musste und alles drum dran. Übrigens, wenn ihr Teil 1 und 2 noch nicht gesehen habt und die bei mir schauen möchtet, guckt in der Playlist nach Gears of War 1 und nach Gears of War 2. Da sind sie auf jeden Fall beide mit am Start. Und ich werde auch alle Gears of War Teile, die es gibt, machen. Wie gesagt, Gears of War Judgment habe ich schon am Start. Und ja, Teil 1, genau, Teil 1, genau. Gears of War 4, so habe ich es. So heißt, wird auch irgendwann kommen, da ich mir dieses Jahr wahrscheinlich die Next-Gen-Konsolen herholen werde, wenn alles so klappt, wie ich es mir denke. So, sagen wir mal zumindest die Xbox One mit Forza Horizon 3 und Gears of War 4. Na komm. Ich weiß aber nicht, ob ich denn wirklich gleich Gears of War 4 machen würde. Weil, ne, das, nee, Gears of War, wenn, dann wird eh erst nächstes Jahr kommen. Allein wegen zeitlichen her. Die ganze Hammerburst-Muni. Wir werden mal wieder auf die Hammerburst umsteigen. Zack. Alleine, um einfach nur die Muni für den Lenzer halt zu sparen. So, hier haben wir nochmal einen Hammerburst. Weißt du, vielleicht war ich zu hart zu den Polypen. Sie sind mir jedenfalls lieber als diese neuen Leuchtviecher. Cole, weißt du sicher, wo der Laden ist? Ich meine, als du ein großer Trashball-Star warst, haben das sicher andere gemacht. Klar, aber einer von ihnen muss mir bei meiner Maniküre gesagt haben, wo er ist. Weiter geht's. Jo, der Laden sollte dort vorne sein. Achso, jo, die Abkürzung sollte da vorne sein, also hier durch halt. Beispielsweise so eine Sachen, die waren in Teil 1, in Teil 2 auch noch nicht. Also Teil 3 ist halt wirklich ein mega Fortschritt, auch vom Gameplay halt her. Meiner Meinung nach, die Story wird halt bombastisch weitererzählt bis zum Punkt. Ich kann nur 140 Schuss mitnehmen, ein bisschen schade. Und wie gesagt. Okay, Lenz ist voll. Das war knapp. Ja, so ein bisschen, ja. Wie gesagt, warum ist jetzt in Gears of War 3 so mein persönlicher Liebling, so die komplette Atmosphäre? Atmosphäre haben alle drei Spiele. Und auch das, was ich von Gears of War 4 schon gesehen habe, also Atmosphäre haben alle Spiele. Aber ich finde, dass Teil 3 nochmal so komplett authentisch ist, weil es halt nochmal von der Spielbarkeit halt bedeutend besser ist, dass alles läuft alles rund. Nochmal beispielsweise, ich kann jetzt hier nochmal anvisieren. Auch wenn das Ding jetzt nicht wirklich irgendwie großartig Recoil hat. Nichtsdestotrotz ist halt so. Die komplette Spielbarkeit ist halt so komplett geil. Reißt mich mehr mit, weil. Lenzer? Weil ich finde, dass das doch ein bisschen besser und abwechslungsreicher ist. Vor allem, wenn man denn hier. Das ist jetzt nicht beispielsweise nicht die einzige Szene, hier kommen glaube ich noch ein paar mehr. Wo denn halt. Ja, die Position halt getauscht wird. Pass auf, was passiert parallel zu der. Mit der Truppe. Da Alpha sich, glaube ich, in dem Teil sehr, sehr oft aufspaltet. Also in
ne, sagen wir mal Delta 1 und Delta 2 mit Cole und Bird und Markus und Dorm und Anja, das sind halt so, da man halt immer parallel noch ein bisschen was spielt. Das finde ich halt bedeutend geiler, ist halt, bietet halt auch ein bisschen mehr Abwechslung, alles drum und dran. Zack. Als das komplett andere. So, dann haben wir den Spacko schon mal soweit alles knallt. Und das Gute ist halt, dass man hier, glaubt, wiederbelebt werden kann. Also, ist praktisch wie bei Army of Two. Dass man wirklich hier aber... dass man hier leider erst in Teil 3 so wiederbelebt werden kann. In Teil 2 war es ja nicht der Fall. Auch wenn es, glaube ein oder zweimal irgendwie durch Zufall war. Aber ich glaube, hier müsste es eigentlich gehen. Los! Gehen wir in den Laden, bevor noch mehr Leuchtviecher auftauchen. Zack. Hier ein bisschen Lenzer mitnehmen. Und wie gesagt, die Abwechslung ist, gefällt mir hier bedeutend besser. Es reißt mich mehr mit. Atmosphäre, man merkt halt komplett. Auf Sera sind wir übrigens wieder auf den alten Heimatplaneten. Beziehungsweise, na, Planet nicht, Kontinent, von Delta und den ganzen Leuten. Ja. Und auch bedeutend mehr Cutscene. Alles besser, ja, alles spannender erzählt, finde ich. Hast du dich hier tot gefühlt, aber niemand hat's dir gesagt? Okay, sehen wir uns mal die Angebote der Woche an. Na schön, wo ist der Kaffee? Wo ist der Speck? Zack. Ja. Trashball, also Cole war... Los, bahnen wir uns einen Weg nach hinten. Sucht nach allem Nützlichen. Ja, also Cole war, bevor es, okay, bevor Bert, Tag Arc war... Polypen. Zufrieden? Ja, wie geil. Oh Mann, Alter. Ja, bevor Tag A an war, also Tag der Ankunft, gab es ja dann noch die Pendelkriege, alles drum und dran. Das erfahrt ihr halt alles in den Roman in Ashpo Fields, glaube ich, heißt es. So, da sind wir, ein paar Polypen. Ja, die Polypen sind eigentlich ganz angenehm, ehrlich gesagt. Und zack. Und ja, bevor auch das mit den Pendelkriege war für Cole nicht so relevant, da war er halt in der Zeit, ja, Trashball-Spieler. Er wurde ja jetzt eigentlich erst rekrutiert nach dem Tag der Ankunft, nachdem die Locust, also die Mahn, das allererste Mal auf Sera aufgetaucht sind. Ja, aber das Trashball, so wie ich das halt mitgekriegt habe, ist Trashball irgendwie so Football-mäßig. Oder ist Football. Bloß halt unter anderem Namen. Also die mutierten Spackos, man, die regen einfach nur auf. Genau deswegen. Au, 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 ich brenn. Du hast doch gar keine Angst vor Mädchen, oh Mann. Vor allem auch die ganzen... Volltreffer, Baby! Auch so die ganzen... Hä? Oh, keine Ahnung. Ja gut, warum jetzt hier kein bisschen Recall drin ist, gut, das ist ein bisschen, ja, bisschen doof. Das ist ein bisschen nervig, weil wenn man so schießt, ist die halt auch recht genau. Das macht es halt schon ein bisschen einfacher. Aber nichtsdestotrotz ist der Spielspaß trotzdem hier ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie lange ich hier wirklich für den Teil brauche. Da komm, mutier dich. Zack. Wichtig ist halt immer erstmal die ganzen, wenn sie mutieren können, die ganzen Sachen da abzuschießen. Zack. Und was sie halt noch ranmutieren. So wie der jetzt ist ja ein... Keine Ahnung, soll man das Schweif nennen? Was weiß ich, keine Ahnung. Sein komisches Dingens da, was er da halt mutiert hat. Und, oder halt die Arme oder sowas. Das sind meistens die Hauptwaffen, wo sie dann mit angreifen. Wer ist ein Schinder? Also wie heißen wir? Achso. Da haben wir nochmal... eine Blase. Ja, schade. Ja, die Blasen sollte man eigentlich, wie der Tipp eigentlich gesagt hat, wirklich kaputt machen. Weil dann hat man umso weniger Leuchte halt am Start. So. Das Gute ist aber, man sieht aber eigentlich, dass